Erstmal in die Luftboxen gucken, ob alles schick ist. Also schick ist auf jeden Fall. Schick ist diese Map ja unfassbar, oder? Und da fängt er schon wieder an mit Kodierung überlastet. Ich hoffe, es ruckelt nicht. So, mir geht's gut, bis er die Lust an Ark verloren hat. Warum? Warum? Was ist da los, Movis? Warum hast du keinen Bock mehr auf Ark? Schütte dein Herz aus. Wir brauchen hier eine Treppe. Wir brauchen hier eine Treppe. Und diese Werkbank muss hier weg. Das geht so nicht. Wie sieht denn das aus? Und hier ist schön. Bitte ihm nochmal Feedback, ob hier irgendwas ruckelt. Sonst muss ich im Notfall die Aufnahme beenden. Guck mal, das sieht doch schick aus hier mit dem Dach, oder? Das ist doch nice. Richtig nice. Oh, wir haben ein Level. Zwei. Ich gehe mal noch ein bisschen auf Ausdauer und Leben. Gestern ist der Server gecrashed, auf dem ich spiele, und durch den Rollback habe ich alles verloren. Jetzt brauche ich Ablenkung. Ach du Scheiße. Oh, das kann, das hört sich nicht gut an. Alles nochmal neu machen. Und es gibt kein Safe. Ja, ist ja auch ein Server. Da haben die anderen die Gewalt, ne? Mist. Gut, dann lenk dich mal hier schön ab auf Caballus. Also, der Plan steht. Mal gucken, was stattdessen passiert. Ich bin sehr gespannt. Gucke aktuell auf dem Handy, da ist nichts von Ruckeln zu sehen. Okay. Naja, wir gucken mal. Letztes Mal stand das auch die ganze Zeit und die Aufnahme war okay. Also, ich hatte jetzt kein Thema. Vielleicht sagt er das einfach nur, dass ich ein bisschen aufpassen muss. Worauf auch immer. Gut, also. Der Plan. Ich werde erstmal in der Hütte kurz diese Werkbank woanders hinstellen, sonst rennen wir da ständig gegen. Wir brauchen hier eine Treppe. Ja? Betonung. Wir brauchen eine Treppe und ein Bett. Das ist wichtig. Ein richtiges Bett. Und dann würde ich gerne Narkopfeile basteln. Wir haben noch kein Fernrohr. Auch dafür brauchen wir Kristall. Das ist auch ein Thema. Und dann gucken wir mal hier in der Gegend, ob wir einen schicken Tyrannodon finden. Das wäre. Hallo, wir brauchen eine Treppe. Das wäre wirklich wundervoll. Gibt es denn in dieser Mod hier Treppen? Bett. Bett gibt es auf jeden Fall. Ach, dafür brauchen wir Wolle. Ja, nee, ist klar. Ich könnte ein Dach nehmen statt der Treppe. Hier ist Staircase. Aber die kann man ja nicht vorne ran basteln. Das ist nur für Indoor. Gut, ich werde dann erstmal eine hässliche Treppe nehmen. Oder haben wir noch irgendwas anderes? Lass mal hier schauen. Ich glaube, ich nehme einfach eine Steinrampe. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Zumindest sollte das optisch nicht ganz so schlimm aussehen. Caballus, von der Map habe ich noch gar nichts gehört. Ja, ich nehme mich auch nicht. Also zumindest nicht, bis ich gefragt habe, ob irgendjemand eine Idee für eine Map hat, die man sich hier mal anschauen könnte. Und dann hat Arwen Rock, als sie im Stream war, hat sie gesagt, Caballus, ich zock gerade Caballus, das ist voll schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, testen wir Caballus. Ist voll gut. Hier. Es gibt viel zu entdecken. So, dann nehmen wir jetzt mal eine Stone Ramp. Ich hoffe, ich habe noch genug Ressourcen. Ich finde wieder gar nichts, ne? Ich brauche viel mehr Kaffee, so wird das nix. Stone Ramp, hier. Ach Mensch, ja, tatsächlich. Ja, nee, natürlich. Ich hab natürlich keinen Stein. Ist klar. Dann holen wir mal ein bisschen Stein, damit ich mir eine Rampe bauen kann. Und hier ist schon wieder dieses komische Pferd, wo ich nicht weiß, wo es ist. Kommt auf meine Liste. Bei mir kommt erstmal Aberration als nächstes. Du ziehst alle klassischen Maps einmal durch, ne? Ist die Map schon fertig oder ist die noch Beta? So viel ich weiß, ist die, glaube ich, fertig. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Moin Joachim. Guten Morgen. Also würde ich jetzt vermuten, hier ist Stein.
ne? Ich hoffe. Wir werden es sehen, wenn wir nachher irgendwann so ein Flattervieh haben. Dann werden wir sehen, ob die Map fertig ist oder wir irgendwo ins Bodenlose krachen. Ist das die Karte vom Jens? Ich weiß nicht, wenn Jens Caballus gemacht hat. Heißt der Macher von Caballus Jens? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Joachim, ich weiß es nicht. Ich habe Hunger. Hat er? Aha. Also der Macher von Caballus heißt Jens. An der Stelle liebe Grüße Richtung Jens. Geile Map, was ich bis jetzt gesehen habe. Was wir bis jetzt gesehen haben. Und heute werden wir die Map erkunden. Wenn wir denn was zum Fliegen haben. So. Stone. Ich hätte schwören können, Leute, wirklich. Ich hätte schwören können, dass das eine Frau gemacht hat. Es fehlt mir auch noch Holz und Stroh, natürlich. Oder ich bin zu weit weg, ne? Deswegen komme ich nicht an die Ressourcen ran. Hätte ich echt gedacht jetzt, ne? Dass das ein Mädchen gemacht hat. Bin begeistert. Bin begeistert. So, Warte. Kann ich jetzt eine Ramp machen? Ich muss einfach nur so eine doofe Treppe haben, bitte. Ja, schön. Moin, Frozenheart. Hallöchen. Dreimal Kaffee gleich. Sehr gut. Ich habe heute meinen zweiten schon am Start. So, ich hoffe, das passt hier. Okay, das sieht gut aus. Ist jetzt optisch vielleicht nicht so der Brüller, aber immer noch besser. Doch, das geht eigentlich, ne? Ja, schade, dass wir in dieser Medieval-Mod keine Treppe haben. Also jetzt komme ich hier gerade nicht mit. Bett. Bett, 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 Bett. Und das hier weg. So, kann ich das alles einsammeln, was wir haben? Ja, ne? So, dann können wir das einmal umstellen. Ah, nein. Oh, Achtung. Es gab auch noch ein Thema. Das ist mir letztens bei der Fjordur-Aufnahmesession aufgefallen. Da haben wir nämlich ein Update gehabt von Studio Wildcard. Da gab es irgendwelche Skins dazu, ne? Dass wir das ein bisschen was hübscher machen konnten. In Vorbereitung auf Genesis, auf den nächsten Part. Und dann gab es keine Demo-Gun mehr und keine Transfer-Gun mehr in der Superstructure. Es gab noch ein Update bei der Superstructure. Ich hoffe, wir haben die Dinger wieder drin. Ne? Wenn nicht, ich flipp aus. Bitte nicht. Bitte lass uns die Guns wieder haben. Ich sehe noch keine Guns. Ich sehe keine Guns. Verflucht. Wir haben keine Demo-Gun, Leute. Ich bereits den fünften. Alles drunter ist Notwehr. Fünf Kaffee. Wow, okay. Er heißt DK Jens 41. Okay. Also jetzt hier auf Twitch, oder? Ah, gut zu wissen. Guck mal. Sehr schöne Map. Was machen wir denn jetzt? Dann muss ich jetzt das ganze Ding hier abreißen, weil ich keine Demo-Gun habe? Das finde ich nicht gut. Always allow structure pickup. True eintragen. Dann kann man auch so alles aufheben, wenn du die Inni bearbeiten kannst. Ich kann die Inni bearbeiten, aber nicht jetzt. Ach, Mist. Uff. Okay, sie haben es noch nicht gefixt. Das ist nicht gut. Haben wir noch irgendwas anderes? Transfer-Tool? Inventory Assistant will clean your inventory. Aha. Nee, sind nicht drin. Dann neu bauen. Ja, muss ich ja. Muss ich ja. Mist. Ja, also genau überlegen, wo ich was hinstelle, ne? Okay, let's go. Heute kommt noch ein Update raus bei der Mod. Bei Superstructures oder bei der Map? Joachim. So.
So, guck mal, nehme ich diese Skins hier. Hier sind sie nämlich. Genau diese Sachen haben sie irgendwie reingeklatscht. Ne? Man kann hier einen Raptor mit so einem komischen Kostüm ausstatten, wie in diesem Film oder diesem Trailer, den sie gebracht haben mit Vin Diesel. Und dann kann man hier seinen Speer hübsch machen und seine Axt. Dann haben wir nämlich so eine Axt. Hier, so sieht die jetzt aus. Bei der Map. Okay, alles klar. So, gut. Dann bauen wir mal eine neue Werkbank. Wie sah die denn aus? Hier, die Smithy. Not enough inventory space. Ach, jetzt komm schon. Jetzt komm schon. Ich pack alles in den Schrank. Was hast du für Mods drauf? Ich habe eine Liste, eine Modliste, die habe ich auch bei Kabalos auf YouTube in der Beschreibung drin. Da ist der Link drin, dann gibt es eine komplette Liste über Steam, wo man auch einfach alles anklicken kann, wenn man das haben möchte. Also sonst einfach mal da gucken. Also ich hab verschiedene Mods drauf, also klassische Mods und aber auch was Neues wie My Medieval. Primal NPCs habe ich unter anderem drauf. Vielleicht sehen wir auch davon heute mal was. Mal gucken. Das wäre nochmal interessant. Mit denen kann man ja auch interagieren und so weiter. Zu viele zu merken. Genau, deswegen habe ich eine Liste gemacht. Damit jeder einmal gucken kann, was ich hier alles drauf habe. Es sind wahrscheinlich wieder 20, keine Ahnung. So. Hier haben wir die Werkbank. So, dann stellen wir die mal, würde ich sagen, hier vorne an die Ecke. Das ist ja unsere Bauwerkbank. Aber ich glaube, wir können auch alle anderen Sachen. Wir können sie tatsächlich als Smithy, als klassische nutzen. Muss ich echt aufpassen, wie ich die hinstelle. Abreißen ist hier nicht mehr, aufheben. So. Jetzt kommen wir hier durch, das ist schön. Dann brauche ich noch ein Bettchen. Für das Bettchen aus dem Ding brauche ich aber Wolle. Wolle haben wir nicht, also nehmen wir ein klassisches Bett. Bett, Bett, Bett. So, erstmal. Noch sind wir ja nicht gestorben. Das kann aber sehr schnell passieren. So, ich stelle es mal hier neben. Oder das kann ich ja aufheben, ne? Genau, das ist ja aus der Superstructure. Das hier kann ich auch aufheben. So, das packen wir uns mal ein. Gut, dann haben wir schon mal die drei Sachen erledigt, die ich am Anfang gesagt habe. Dann brauchen wir. Wir müssen dieses Pferd finden. Dieses Pferd, was hier ständig wird, das muss weg. Muss irgendwas mit diesem Pferd tun. Oder wir zähmen das. Habe ich noch keine Pfeile? Nee, habe ich nicht. Na gut. Also. Wenn im Sound irgendwas nicht hinhaut, sagt Bescheid, ne? Wenn irgendwas zu laut, zu leise ist, sagt gerne Bescheid. So, Betäubungspfeile müssen wir bauen. Bolas haben wir, glaube ich, schon. Da hatte ich auch schon welche gebastelt. Habe ich alles wieder weggepackt, ne? Bola, Bola. Ach, eine, ja, das ist ein bisschen wenig. Und einen Bogen brauchen wir. Den haben wir schon gelernt. So. Noch ein paar Bolas. Und dann nur ein paar Pfeile. Ja, mich ärgert das mit den. Aber ich habe das fast vermutet, ne? Mal, es gab auch noch einen Kommentar unter einem Fjördo-Video und da hatte die Person auch,
das gleiche Thema mit Superstructure und ich habe befürchtet, dass es immer noch so ist, dass die Guns nicht da sind. Hatte aber gehofft, dass durch irgendein Update das jetzt wieder wieder funktioniert, aber naja, dann nicht. Ich hoffe, die fixen das noch schnellstmöglich. Weil morgen ist auch die nächste Fjordo-Aufnahmesession. Mal schauen. So, dann, wir haben ja ein paar Narkotöpfchen. Dann kann ich ja hier so, ich mach mal erstmal 20 von denen. Wie viele Narkotöpfchen habe ich denn? Ah ja, okay. Ich denke mal, 20 Pfeile sollten für einen Tyrannodon reichen. So, das kann hier rein. Was brauchen wir denn? Wir haben immer noch diese Zahnstocher hier. Wir müssen dann auch mal gucken, dass wir uns richtiges Werkzeug basteln. Aber erstmal das. Oh, es wird Nacht. Na toll. Super Timing. Ein großartiges Timing. Na, super. Jo, dann können wir wohl erst zum Tagesanbruch ziehen. Mist. Ich laufe trotzdem mal kurz runter. Ich muss sowieso Wasser holen. Dann gucken wir mal, ob da irgendwas rumfliegt. Ohne Fernrohr natürlich schwierig zu sehen, was für Level die haben. Aber ohne Kristalle kein Fernrohr. So. Und ich könnte wetten, die ganze Zeit waren ja diese Flatterviecher hier, ne? Und jetzt, wo wir einen suchen, nichts mehr. Weil das Spiel nämlich Gedanken lesen kann. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Das ist sehr spooky. So. Und auch für eine Wasserflasche brauchen wir Kristall. Das stimmt, ne? Ja, ja, ich sag das. Es ist wirklich so. Es ist so, die ist so intelligent, die KI. Die kann sogar Gedanken lesen. Ach, guck mal, da vorne ist eine Naturbrücke. Kann das sein, dass dieses Pferdeviren implementiert ist, dass das automatisch immer kommt, ohne dass auch Pferde in der Nähe sind? Das müsste man jetzt den Map-Ersteller mal fragen. Ist doch immer so, kaum suchst du was, ist alles weg. Echt, ey. Aber wirklich. Guck mal, wie schön. Flattervieh. Bleib stehen. Bleib stehen. Muss gucken, wie. Was für ein Level du hast. 35. Ist mir zu klein. Ich meine, für den Anfang wird es reichen, ne? Fall um. Fall um. Sehr schön. Pfeile möchte ich gerne wieder haben. Beide. Beide, beide, beide. Ich habe gar kein Fleisch, ich bin ja doof. Ich habe doch gar kein. Ich habe gar nichts mitgenommen. Ich bin auch so ein Horst, ne? Hauptsache erstmal loslaufen. Nee, mit dem Zahnstocher komme ich auch nicht weit. Ich brauche eine Fackel. Ich brauche eine Standfackel oder sowas. So. Dafür brauchen wir nochmal kurz Stein. Stein. Und ich mach gleich mal Gamma an, ne? Ich glaube, Gamma wäre ganz cool. Meine Dinos sind 600er Level. Oh, okay. Ich habe hier auf Standard, ne? Ich habe auf 1. Ich habe auf Schwierigkeitsstufe 1 gestellt. Kein, in der Inni nichts gemacht. So. Okay, dann machen wir mal ein bisschen Gamma. Hup. Geh an. Hallöchen, Dachhase. Einen wundervollen guten Morgen auch dir.
So, wir brauchen Fleisch und wir brauchen, oh Gott, wir brauchen Narkos. Das war jetzt, ich war wieder sehr gut vorbereitet gerade. Und wir brauchen noch ein paar von den Zahnstochern. Dafür brauchen wir auch noch Fasern. Dann mache ich mal noch so ein paar Zahnstocher. Und dann machen wir hier den, der hier rumläuft, kaputt. So. Damit wir ein bisschen Fleisch haben für den Piotr. Achso, übrigens, wenn wir den gezähmt haben, ne? Wir haben ja bis jetzt erst ein Tierchen, das ist die Anna. Wir haben ja gesagt, nach dem Alphabet werden wir sie benennen. Und das ist dann das zweite Tierchen. Das heißt, RCS wird mit B anfangen müssen. Weibchen. Weibchen mit B. So, hier. Level 85. Ist das eine gute Idee? Die gehen mir doch alle kaputt, das weiß ich doch jetzt schon. Stirb, stirb, stirb. Jetzt. Du sollst sterben. Nicht ich, du! Ich bin auch selber schuld. Was hole ich mir auch einen 85er? Ich Horst. Als ob ich hier so ein. Alles ist gut. So. Ich beruhige mich wieder. Bernadette, das ist doch schon mal schön. Hast du einen Server? Nee, nicht mehr. Server habe ich aufgegeben. Das hat nämlich leider damals nicht so gut funktioniert. Der wurde zu wenig genutzt und dann habe ich den abgestoßen. Braucht man ja nicht. Ich habe mal so einen Community-Server kurzweilig gehabt. Und dann, naja. So, wir haben jetzt kein Prime Meat, aber ich denke, für den kleinen 35er macht nichts. Moin, Arvin. Hallöchen. Guten Morgen. So, ich glaube, ich muss mal hier so ein paar Narkos reinballern, ne? Und ich habe die Narko-Dinger habe ich oben und ich habe keine Fackel. Ich glaube, ich laufe mal schnell nach oben und hol mal die Narkotöpfchen. Oder? So, reicht das mit den Beeren? So. Bei denen dauert das ja immer so lange, bis die mal irgendwann anfangen zu fressen. Ich werde fix hochlaufen. Wir haben eine Fackel da stehen, sodass ich ihn wiederfinde. Sie, da oben ist unser Häuschen. Ha, Bernadette. Okay, okay, okay. Das merken wir uns schon mal. Und dann wird sie Bernadette heißen. So. Holen wir mal ein paar Narkotöpfchen. Ich glaube, das ist effektiver. Hält einen Tick länger, obwohl ich auch wahrscheinlich Bären sammeln hätte können, aber egal. Und leider kein Prime, aber da bin ich noch zu klein für. Oh Gott, ist das hell hier. Himmel, um Himmels Willen. So. Zack. Das reicht. So. Oh Gott, ist das hell. Hier wird man ja blind in der Hütte. Oh, jetzt habe ich Hunger. Zurück. Na gut, dann haben wir jetzt schon mal so einen kleinen. Es geht ja erstmal nur darum, ein bisschen zu scouten in der Nähe. Ich möchte ein bisschen scouten, ein bisschen erspähen, was hier so Phase ist auf der Map. Und vielleicht zwei, drei Kristall sammeln. Mehr kann man ja wahrscheinlich nicht tragen mit der kleinen. Wir müssen erstmal auf Ausdauer leveln und auf Gewicht. Sonst wird sie mich nicht mal tragen können. Das ist. Wo ist. Wo war denn das jetzt? Da hinten. Hinter der Brücke. Oh. Kompis. So. Noch mehr? Noch jemand Bock zu sterben? Ach, hier. Oh, 150er, das ist nicht gut.
Okay. Haben wir. Kein Problem. So. Gut, weiter. Es gibt auch die neue Funktion, um Dinos wiederzufinden. Finde ich gut. Welche neue Funktion? Ich habe wahrscheinlich irgendwas verpasst. Das würde mich jetzt aber auch nicht wundern. Oh. Jetzt müssen wir aber hier mal ein paar Töpfchen reinlegen. So. Mahlzeit. Welche neue Funktion, Arwen? Die Zähmliste. Damit kann man Dinos tracken, die gerade gezähmt werden. Das ist da oben, ne? Was ich da gerade sehe, ne? Oben neben dem Buch. Das hier. Oh! Ja, cool. Track all. Aha. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega gut. Wenn ich euch nicht hätte, ne, mal ehrlich. Richtig cool. Und das hier? Da kann man noch Gruppen machen. Wow. Also es passieren doch noch Zeichen und Wunder, ne? Hervorragend. Okay, das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Mega gut. So, dann warten wir mal kurz ab. Was brauchen wir eigentlich für einen. Jetzt haben wir das Mikrofon, ich sehe meine Tastatur nicht. Und ich muss darauf gucken. Was brauchen wir eigentlich für einen Pteranodon? Sattel. Wir brauchen Level 38. Das wäre schon mal cool. Ach so, das bin ich noch nicht, ja? Ach du großer Gott. Das habe ich jetzt gar nicht. Chitin? Oh nein. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ich dachte, wir wären schon Level 38. Ja, dann war ich wohl ein bisschen voreilig. Aber gut, besser haben als brauchen, ne?